Bro. Okay, auf zur Mission! Ich hoffe, der Typ hat schon angerufen und so alles drum und dran. Und ich will nicht auf Willst du das wirklich so machen? Ich das nicht, Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Oh, Kirche. Na dann? Oh. Wir sehen uns später, Bro, okay? Netter Hut. Muss man auch einmal erwähnt haben. Netter Hut. Müssen wir nicht eigentlich aufpassen wegen den ganzen Krokodile? Also. Nur so nebenbei. Also, es ist ja nicht so, wie wir das. Es nicht erwähnenswert. Achso, mit drei Klettern. Okay. Ah, müssen wir besser wieder in die Hocke gehen. Ah, da haben wir gleich mal zwei Schleichen. Ja, Schleichen sollten wir auf alle Fälle. Wir können nie wissen, wie viele jetzt da auch noch sind. Okay, Waffe würde ich jetzt auch nicht wirklich jetzt auf Anhieb sehen, aber müssen wir wirklich abwarten. Wer weiß, wie die dann auch noch die ganzen Gegner anlocken und so. Und da kommt schon der eine Kandidat. Rechts sieht man eh auch noch auf der Karte, dass auch schon einer dort ist. So, dann haben wir den nochmal. Perfekt. So, den haben wir mal cool gemacht. So, haben wir Munition, passt. So, Klammer und weg vom Fenster. Ein Kiss. Oh, noch ich sah noch eins ins Face. Das ist gut, der Staubner. Wenn er noch immer ist. Genau, passt. Oh, der ist da. Okay, da hätten wir. Ja, der würde uns dann so sehen. Der würde uns wirklich dann so sehen. Der müsste ich dann halt zugehen. Ist ja auch kein Problem. Ist ja kein Problem. So, den holen wir uns jetzt. Und wie wir uns den jetzt holen. Haha. Und. Oh, bist du deppert. Richtig nice. Oh Mann, richtig geil gemacht. Weiß nicht, ich träume nicht zu, dass er wie ein Assassino da jetzt herumklettert. Deshalb mach es lieber so. Oh ja. Idiom. Das ist besser. Munitionsmäßig oder sonst irgendwas gibt's da überhaupt. Oh, da gibt's noch eine weitere Etage. Okay. Sturmgewehr. Ja, nehmen wir Sturmgewehr, genau. So, da haben wir jetzt aber weitere genug Gegner am Start. Pfeifen gibt's auch. Aha, okay. Der weiße Arsch kümmert sich doch einen Scheißdreck um so einen ausgelutschten Nigger. Solange das Geld reinkommt, ist es egal, wer ihn überreicht. Moment, ich hab was gehört. Ausgelutschten Nigger, da bist du, Deppert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Wagen. Ich hoffe, der Typ, der sieht das nicht, aber ja, es ist schön dunkel, also man kann ja nie wissen. Ich gehe an die Spitze. Hab doch gesagt, er wird uns sehen. Was? My bitch. Hat das zufällig irgendjemand mitgekriegt? Ich glaub's nicht, also ich glaub nicht, dass das irgendjemand mitgekriegt hat. Na, überhaupt nicht. So, mach jetzt wechseln. Nur, dass wir den da treffen, oder? Ja, machen wir so. Okay. Ja, könnte man eigentlich jetzt quasi eigentlich die ganzen Gegner von hinten überraschen. Mal schauen. Ich weiß ja nicht, wo da noch weitere sind. Nicht, dass wir jetzt da dann. Keine Ausrede! Nehmt ihr alles auseinander! Ich will schon. Ich würde sagen, der Sieg ist unser. So. Und der ist mal fällig. Und tschüss. Schön fertig gemacht. So, dann sind da auch schon wieder die nächsten Kandidaten im Stehen. Gehen wir gleich mal so entlang, genau. Ist der oben? Okay, der ist hier hinten. Passt. Ja, ich habe mir jetzt wirklich gedacht, das ist oben. Weiß nicht, wie ich darauf komme.
dir. Na, der ist schon weg, der ist schon weg. Zack. Du hast nichts. Nee, 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 du hast nichts gesehen. Oh. Okay, ich hab den. Oh. Die schießen genau in eine andere Richtung. Nice. Super geil, super. So. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. So. So, Sprung. Oh, fuck, 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 fuck. Jetzt sollte man sich lieber beeilen. Und, klettern. Und rüber und in Deckung oder so. Na, warte, wo haben wir da? Hey, der hat keine Kugel mehr, yes. Vernichtet ihn. Er hat keine Kugel mehr. Oh, fuck. Yes, yes, du bist auch immer mal. Ich hab gesagt, du bist naja. Dankeschön. Also, da zieht schon einer von oben da die ganze Zeit. Der will uns dann schön ein paar fertig machen. So, da gehen wir wieder in die Hocker. Schauen wir, dass wir da in. So, in der Richtung dann circa. Dann weitergehen. Oh, ich nehme mal an, da hat sich mal einer versteckt. So, genau. Perfekt und tschüss. Oh, cool. Damit überraschen, überraschen. Nachladen, Bro. Nachladen. Und da sollten wir dann auch wieder einen haben. Ah, können wir sogar noch genug Gegner haben. Was? Perfekt. Nachladen. Da hört sich's auch so an, wie wir da irgendwo einer. Wo ist denn da einer? Irgendwo ist da einer. Ah ja. Perfekt. Hey, wir können sogar darauf gehen. Cool. Und Munition haben wir hier wieder. Perfekt. Müssen wir mal aufpassen. Also, Leben müssen wir eh nicht auffüllen. Drüben sind die. Aber sonst. Es ist jetzt keiner da irgendwo. Okay. Passt. Nur gut zu wissen, also wenn da keiner ist, alles klar. Was? Bevor der mich da noch Meier macht oder so. Na komm her, Bro. Komm her. Trau dich ein bisschen, hm? Trau dich. Nachladen auf alle Fälle, auf alle Fälle. So. Boah, wieso nicht? Der hat mehr Money. So, komm her, Bro. Komm her. Oh, ich hab mal fix gedacht, das Köpfchen ist weg. Scheiße, schade, 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 schade. Servus, Kirsti. Und Meier. Ich glaube, das war jetzt der letzte. Hoffen wir es mal zumindest. Und. Oh, gleich mal eintreten, oder wie? Nice. So. Wechsel. Oh. Okay. Der braucht ein bisschen. Der hat man richtig gemerkt, das ist so ein kleiner Mini-Boss. Der braucht ein bisschen. Und erst verhören oder so. Sich über geile Zähne oder so. Uwo Anjen Bata! Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Traijesi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kulten, keinen weißen Leuchten. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er. Autsch. Coole Verhörtaktik. Einfach knackbrechen, juhu. Oh. Du Gänsekusser! Du Schweine und Schwein der Hölle! Beruhig dich! Ich soll mich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht. Mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpson! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun, es ist vorbei. Es ist vorbei? Es ist vorbei? Wie kann so etwas jemals vorbei sein?
Bajam! Huh? Cool. Verrückte Haitianer. Mhm, auf alle Fälle, also die sind hier ganz deppert. Oh, ja, tötet ihn. Du musst doch gleich mal was einsammeln. Hey, da können wir auch hin. Wo können wir durch? Oder können wir da sogar raus? Nee, leider nicht, schade. Wie ist denn das mit dem Werfen oder so? Aha. Okay, ja, das müsste man vielleicht. Opa! Das. Ah, jetzt können wir es. Hey, da haben wir Munition. Perfekt. Und in Deckung. So, und werfen. Und werfen. Jede Menge werfen. Oh. Alles muss brennen. Ihr müsst alle brennen. So, und der nächste da. Die kommt, die kommt. So, der haben wir hier. So, ja, passt. Hauptsache, hier ist sie. Und haben wir da sonst noch irgendwo was? Also ich kann da ruhig noch was holen gehen. Also die haben wir nur ein PC was. Ein PC haben wir noch. So, nachladen haben wir und so. Perfekt. Und in Deckung. Oh. Moment. Wow, das war knapp. Oh fuck, 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 fuck. Wie ist der da schon wieder der mit der Schrot? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da muss ich nur aufpassen. Die mit der Schrot sind der Wahnsinn, Alter. Sind die Urwichser. Wo haben wir denn noch welche? Also ja, eh, da unten, aber wie viele? Wie viele würde mich interessieren? Dieser Motherfucker! Hammer! Hammer, perfekt. So, und... Hehe, hat er schon mal gemacht. Yes, und die Schrotte. So. Aha, okay. Okay. Sauber. Sauber, sauber. Ah, haben wir eh alles voll passt. Und da, dann gehen wir halt darüber. Aha, okay. Und. Ping! Oh, schade. Hätte man vielleicht gedacht, da geht natürlich mehr. Fuck. Und. Ah, zum Glück, ich habe mir eh schon Sorgen gemacht. Ich will schon sagen, dass mich das trifft vielleicht. Hey, sollten wir nicht noch mal ganz kurz... Gab's da nicht noch ganz kurz noch was zum Heilen? Ja, da... Hm, zahlt sich das jetzt noch aus? Zahlt sich das... Ja, auszahlen ist schwer zu sagen eigentlich sogar. Was? Dann der auch noch. Wenn der mal... trifft. Yes. Yes. Aber getroffen haben wir, das ist gut. Ja, ich renne nur ganz kurz zurück, weil ich mir denke, wieso nicht, weil irgendwie, ja, besser ein bisschen mehr Leben. Man kann ja nie wissen, weil wenn da jetzt dann wieder einer mit der Schrotflinte daherkommt. Aha. Okay. Hm. Ach gut, so also, dass das jetzt nicht irgendwie heil oder sonst irgendwas oder. Aha. Adrenalinspritzen. Mhm. Der Wichser hat sich. Oh fuck. Der Wichser. Ja. Ich bin der Wichser. Und bye bye. Noch irgendwer da oben? Ich glaube nicht. Da, du kriegst dann meine Schrotflinte zu spüren. Du musst nachladen und tschüss, weg vom Fenster mit dir. Oh, netter Revolver, den nehme ich mal, den kenne ich mal. Den benutzen wir gleich mal. Na warte. Oh, Mist. Wird gerne ausprobieren. Oh, ein Schuss und gleich mal. Perfekt. Irgendwo da sollten jetzt welche sein, also... Kommt's mir so vor, wir hätten die geredet. Ja, da. Vorsicht! Und zack, zack, zack! Und Knockout! Und ja, wir sollten lieber die Pistole wieder nehmen. Weil zwei Schuss sind einfach zu wenig. Okay. Was haben wir erwartet?
Such weiter! Finde den! Keine Ausrede! Nehmt ihr alles auseinander! Und. Zack! Mist! Hin und wieder denke ich immer so, ja wow, das ist so ein großes Loch und dann habe ich irgendwie keine Ahnung, ob ich jetzt getroffen habe oder nicht. Ich setze seinen Aschenbrand. Zack! Schön fertig gemacht. Geil! Dankeschön. Dankeschön. Oh, fuck. Ja, hast du den Fixer gar nicht umgebracht? Ork. Ork, ork, ork. Ich hätte mir schon erwartet, dass er jetzt den Wichs umgebracht hat, aber na gut. Alles klar. Pfanne und Sprengstoff. Und. Nee, den nehmen wir nicht mit. Ah, oh, den nehmen wir mit. Schau. Ich dich alles frisch? Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Genau. Kommen wir zurück zu Sammy. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder... Verdammt, du verkratzt ja den Lack! Ja, ist ja auch so gedacht, dass ich den Zeitkratz und Kämpfer... Das ist mein Auto. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops... Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem... Du weißt schon... Ich erst recht, ich erklär's mir. Ob das eine Kugel oder die Hand Gottes? Hui! Sei vorsichtig! Bist du depp, oder? Jetzt haben wir schon fast hier, Alter. Du dich's voran. Wie gesagt, ob das eine Kugel oder die Hand Gottes? Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber alles wird. Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Ja, und ich fahr einfach mal über Rot und so alles dumm und dran. Entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Hoppala. Na gut, schon klar. So, Ma'am. Guten Morgen, Ma'am. So geht's auch, so können wir auch fahren. Überhaupt kein Problem. So, und jetzt ein wunderschön ein. Yes! Können wir dann noch ein anderes Auto haben? Können wir dann ein anderes Auto flattern? Ne? Servus, ich muss trotzdem rum. Ume, uita. Gibt's ja nicht, aber dafür wunderschönen Sonnenaufgang. Nice. Und eingekommen. Und zack. Schön brav geparkt. Boah, du wolltest mich fast überfahren, das Arschloch. Gibt's ja nicht. Von da kommen wir gar nicht rein, wow. Person ist natürlich da am Start. Pass auf. Alles klar, fahr zu Sammy. Ja, ich bin ja auch zu Sammy gefahren. Ha. Was? Will er, dass ich jetzt in der Garage parke? Oder so? Warte. Warten wir mal ganz kurz. Nee, ich nehme ihn nicht mit. Will nicht mitnehmen. Wieso muss ich ihn mitnehmen? Das ist nur eine Last. Hoppa. Ich hab nichts gemacht. Ist einfach davor gewesen. Was kann ich dafür? Ist einfach davor gewesen. Eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat. Oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte. War, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Na, ist der Haske. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann.
Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen aber nur als Angestellte rein. Also, es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Na dann, auf geht's.